Ich sehe übrigens immer so aus, also bei mir ist noch nicht Halloween, ich feiere sowas gar nicht, aber wir feiern hier bei Clash of Clans natürlich jedes Jahr Halloween. Auf geht's! Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Clash O'Wien ist wieder in aller Munde, also Clash O'Wien 2022, und ihr seht, ich habe einfach mal das Bild der Szene, denn das Uriose ist ja immer, wenn ich diese Aufnahmen mache, dann kommt das Video um 10 Uhr raus. Aber ich kann euch gar nicht zeigen, weil ich, ich sag mal, ich habe zwar bewegte Bilder, aber ich kann selber hier auf dem Tablet gar nichts machen mit euch. Das muss ich dann halt immer ein bisschen später machen, aber ich probiere das jetzt mal so. Also das ist die neue Szenerie, und es ist auch wieder eine Szenerie, die diesen leichten 3D-Effekt hat, den wir ja schon kennen. Und natürlich, ihr hört es auch schon im Hintergrund, gibt es natürlich die Spooky-Mucke dabei. Also eine neue Spooky-Mucke ist es, glaube ich. Ich müsste mir jetzt mal die alte anhören von 2021. Aber ich finde auch wieder hier sehr, sehr gelungen das Ganze, und sieht wirklich prächtig aus. Aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt zwei Challenges. Eine, ich nenne sie mal normale Challenge, und eine Super Challenge wieder zu spielen. Und es gibt natürlich bei der Auswahl der Szene, muss ich schon sagen, ich blende euch das hier jetzt mal ein, also der Grabstein hier mit den beiden Skellies als Auswahl für die Szenerie ist natürlich auch schon gar nicht mal so schlecht und ist schon recht schick, muss ich sagen. Aber wir gehen mal rein in die Challenges, also in die normale Challenge und in die Super Challenge. Was ist dort, ich sag mal, so großartig der Unterschied? Und ich muss das allerdings immer hart cutten, also seht's mir nach, dass ich das manchmal so machen muss, aber so kann ich es euch zumindest schon um 10 Uhr zeigen und nicht erst um 14 oder um 17 Uhr, wenn sowieso alle Welt schon alles gesehen hat. Bis gleich. So, ich habe gerade gesehen von der Spooky Challenge, man muss immer unterscheiden, Spooky Challenge, Super Spooky Challenge, kann ich euch gar kein bewegtes Bild zeigen. Ich kann euch aber zeigen, ich meine, ihr seht das jetzt ja sowieso, die Truppenauswahl hier. Wir haben 5-mal das Riesenskelett, 10-mal den, wie heißt er eigentlich nochmal, jetzt komme ich nicht drauf, Königsgeist heißt er. Ich habe gerade bei Clash Royale nachgeguckt. Und wir haben eine Queen und wir haben 2 Fledermauszauber. Das soweit auf der normalen Spooky Challenge. Wir gucken jetzt mal rein in die Super Spooky Challenge. Okay, und die sieht auch schon ganz anders aus. Also ihr seht unten, die Truppen sind die gleichen geblieben. Aber wir haben ein King mit dazu bekommen. Und wir haben natürlich jede Menge defensives Zeug da reinbekommen. Also Magiertürme. Sicherlich einige Fallen. Ihr seht, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Geist. Und es sind überall vor allen Dingen Löcher in der Base. Ich bin wirklich gespannt. Unten ums Rathaus rum etwas übertrieben, finde ich. Die ganzen Türme, die ganzen Gifttürme, das finde ich ein bisschen echt mal spooky. Aber wir gucken mal rein, wie sich das Ganze anspielt. Wir schauen noch mal rein, oder wir schauen generell erstmal rein mit King. Und aber ihr seht, das ist schon ein bisschen, also da unten ums Rathaus ist ein bisschen unheimlich mit den vielen Zaubertürmen in Gift. Dann haben wir 2 in Wut bei den X-Bögen und oben haben wir auch noch einen Invis. Und links oben in der Ecke, da wo jetzt gleich das Riesenskelett rausgelassen wird, dort sind die Hindernisse der vergangenen Jahre. Also falls ihr sie nicht habt, müsst ihr euch, habt ihr sie wahrscheinlich dann leider abgebaut. Ich meine, viele stehen drauf, viele sammeln immer alles ab, weil sie sowas gar nicht haben wollen, aber ich habe die meisten davon auch bei mir in den Dörfern stehen. Und ihr seht, das wird nicht einfach hier. Also Invis-Zauber wird jetzt zwar gezückt, aber der Geist geht natürlich jetzt weiter und wenig Chancen für das Riesenskelett. Ich bin wirklich mal gespannt, was ich da finde jetzt für mich so. Und naja, aber es gibt auch natürlich noch ein Hindernis. Mal sehen, ob ihr das habt oder noch nicht habt. Also auch das ist natürlich wieder nett animiert hier von Supercell. Also wenn man dann da draufklickt, dann fallen da so ein paar Knöchel raus, ne? Dann fallen da so ein paar Knochen raus. Und finde ich schon immer, bin schon immer sehr, sehr witzig. Den Kürbis hatten wir allerdings schon ein wenig, aber der hier ist jetzt noch mal ein bisschen abgewandelt. Also das ist das Hindernis 2022, 25.000 zum Abbauen. Und aber ich denke mal, man bekommt wieder, weiß ich nicht, 75.000 raus oder so, keine Ahnung. Wer es denn aufsammelt, ich meine, wenn es irgendwann zu viel werden,
wird und zu spooky wird, dann sammelt man das auf. Aber ansonsten lässt man es einfach liegen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen, auf dem Kanal dranbleiben. Ich finde es übrigens sehr, sehr gut, dass es diese Challenges überhaupt gibt, denn es gibt natürlich auch dort was zu erspielen, also ein Reward, die Schippe, die Schaufel des Todes, so will ich es mal sagen. Und für die Super Challenge gibt es einen Super Truppentrank, den kann ich natürlich immer super, super gut gebrauchen, weil im Moment mein Dunkles für alles Mögliche im Rathaus 15 Bereich raufgeht, außer für Super Truppen. Und da bin ich froh um jeden Trank, den ich kriegen kann. Ich hoffe, ihr auch, und ihr spielt euch das jetzt mit mir oder alleine oder in den Livestreams mal sehen. Wir werden uns in jedem Fall am Wochenende sehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich in jedem Fall. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt nochmal schönes Wochenende. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.